There'd never been anything like it. The 50,000 pounds of thrust in a single chamber had to be controllable at the pilot's discretion. He had to be able to throttle this engine in flight. Eine fast unmögliche Aufgabe. Fast 180 Kilonewton Schubkraft. Milliarden Dollar Verträge. Das neue 3 Milliarden US-Dollar teure Kampfjet-Triebwerk wird präsentiert. Die Technologie der letzten 100 Jahre haben es möglich gemacht. Die sechste Generation von Kampfjets und die Triebwerke, die sie antreiben werden. Das neue Kampfflugzeug, das im Rahmen des Next Generation Air Dominance Programs, kurz NGAD, entwickelt wird, hat die fast unmögliche Aufgabe, den F-22 Raptor abzulösen. Der Raptor war das weltweite erste Kampfflugzeug der fünften Generation und ist seit seiner Einführung vor fast zwei Jahrzehnten das Beste der Welt. Vor allem dank seiner Hochleistungstriebwerke, die jeweils bis zu 156 Kilonewton Schubkraft erzeugen, ist der Raptor mit seinen Mach 2,25, seiner Höchstreichweite von 3200 Kilometer, seiner Flughöhe von 19 Kilometer, seiner Supercruise-Fähigkeit und seiner Wendigkeit in der Luft unübertroffen. So imposant die Fähigkeiten des Raptor auch sind, das NGAD-Kampfflugzeug soll sie übertreffen, und zwar deutlich. Deshalb wird im Rahmen des Next Generation Adaptive Propulsion Programs, kurz NGAP Program, ein brandneues Triebwerk der nächsten Generation für den NGAD-Jäger entwickelt. NGAP ist ein NGAD-Unterprogramm, mit dem ein neues Triebwerk gebaut werden soll, so revolutionär, dass Aufträge im Wert von fast 3 Milliarden Dollar an Unternehmen vergeben wurden, die eigentlich gar keine Triebwerke bauen. Alles in der Hoffnung, etwas Unkonventionelles zu bekommen. Etwas, das als adaptives Zyklustriebwerk bekannt ist. Mit dem neuen Triebwerk soll das NGAD-Kampfflugzeug zwischen mehr Tempo und mehr Reichweite hin und her schalten können. Die Vorteile dieser Vielseitigkeit sind endlos und deshalb scheut die Luftwaffe keine Kosten, um sie zu entwickeln, wie das Entwicklungsprogramm des Triebwerks und seine Zahlen zeigen. Das Programm in Zahlen. Am 19. August 2022 vergab die Air Force 5 NGAP-Verträge im Wert von jeweils 975 Millionen Dollar. Und zwar an Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Pratt & Whitney und General Electric. Von diesen fünf Unternehmen sind nur Pratt & Whitney und General Electric klassische Triebwerkhersteller. Die anderen, Boeing, Lockheed Martin und Northrop Grumman, sind eher Rüstungsfirmen, die Maschinen bauen, welche von den Triebwerken von Pratt & Whitney oder General Electric angetrieben werden. Sie dürften sich auch am ehesten um den Zuschlag für die Entwicklung des NGAD-Kampfflugzeugs bemühen. Laut des Pentagons hat jeder Auftragnehmer einen Vertrag mit unbestimmter Menge unter einer Programmobergrenze von 975 Millionen USD für die technologische Reifung und Risikominderung durch Konstruktion, Analyse, Prüfstandardstests, Prototypentests und Integration des Waffensystems erhalten. Die Auftragnehmer dürfen die besten Triebwerksprototypen bauen, die sie auf die Beine stellen können, und diese bis Juli 2032 fertigstellen, ungefähr zu dem Zeitpunkt, an dem das NGAD-Kampfflugzeug im Einsatz stehen soll. Die daraus entstehenden Triebwerke sollen adaptive Triebwerke sein. Der bisher erfolgreichste Versuch der Air Force ist ein Programm, das als Adaptive Engine Transition Program, kurz AETP, bekannt ist. Die Luftwaffe hat inzwischen bekannt gegeben, dass es eine direkte Verbindung zwischen NGAP und AETP gibt. General Electric und Pratt & Whitney haben im Rahmen des AETP moderne Triebwerke entwickelt, die als XA-100 bzw. XA-101 bekannt sind. Beide AETP-Triebwerke sollen eine Schubkraft von 200 kN leisten, für den Einsatz in einem Kampfjet der neuen Generation und, wenn möglich, in der fünften Generation der F-35 Lightning II. Laut General Electric könnte das XA-100 AETP die Reichweite der F-35 um bis zu 30% erhöhen, den Verbrauch um 25% senken und die Leistung um bis zu 40% steigern. Dies sind wichtige Upgrades, die die besten Triebwerke von heute um einiges besser machen würden. Wie dies möglich ist, zeigt ein genauerer Blick auf die adaptiven Zyklustriebwerke. Adaptive Zyklustriebwerke.
Adaptive Zyklustriebwerke sind für den effizienten Betrieb bei Unterschall-, Transschall- und Überschallgeschwindigkeiten ausgelegt und eignen sich daher für die nächste Generation von Militärflugzeugen und den Überschalltransport. Sie können zwischen einem Modus mit hoher Schubkraft und einem Modus mit hohem Wirkungsgrad umschalten, so dass sie sich an unterschiedliche Flugbedingungen anpassen können. Das erreichen sie, weil sie das Verhältnis von Nebenstrom und Druck im Treibwerkskern verändern. Das Nebenstromverhältnis gibt an, wie groß der Luftstrom am Kern vorbei und wie groß der Luftstrom durch den Kern ist. Das Druckverhältnis ist das Verhältnis zwischen dem Druck am Ausgang des Verdichters und dem Druck am Einlass des Verdichters. Dazu musst du wissen, dass das Triebwerk im Hochschubmodus für eine hohe Leistung das Nebenstromverhältnis verringert und das Druckverhältnis erhöht, was zu einer höheren Strahlgeschwindigkeit und mehr Leistung führt. Dieser Modus ist für den Überschallflug und für Kampfmanöver gut geeignet. Im Hocheffizienzmodus erhöht das Triebwerk für mehr Reichweite das Nebenstromverhältnis und senkt das Druckverhältnis. Das führt zwar zu weniger Leistung, ist aber perfekt für den Unterschallflug und das Gleitenlassen. Durch diese Flexibilität kann das Triebwerk seinen spezifischen Schub steuern. Der spezifische Schub ist der Nettoschub pro Luftmassenstrom, der die Leistung des Triebwerks im Trockenbetrieb und mit Nachbrennern bestimmt. Je nach den Anforderungen des Triebwerks kann der spezifische Schub sowohl hoch als auch niedrig sein. Ein Triebwerk mit einem hohen spezifischen Schub hat ein hohes Lüfterdruckverhältnis, was auf eine hohe Düsentemperatur im Trockenbetrieb hindeutet. Da die Temperatur aber nicht viel höher steigen kann, ist der Schubzuwachs nicht so groß. Ein solches Triebwerk eignet sich am besten für Flugzeuge, die im Leerlauf fast die maximale Leistung benötigen. Dies geht zu Lasten der Reichweite, die bei Trockenleistung möglich ist. Ein Triebwerk mit niedrigem spezifischen Schub hingegen würde einen enormen Schub erhalten und damit Flugzeuge fördern, die eine große Reichweite im Leerlauf benötigen. Aufgrund der schnell ansteigenden hohen Temperaturen würde dies jedoch die Dauer der Nachverbrennungen verringern. Normalerweise müssten sich Konstrukteure für die Variante entscheiden, die für das jeweilige Kampfjet am besten ist, aber nicht mit adaptiven Zyklustriebwerken. Adaptive Zyklustriebwerke werden so konzipiert, dass ein dritter Nebenstrom verwendet werden kann, um das Nebenstromverhältnis zu erhöhen, wenn Treibstoffeffizienz gefragt ist, oder eben um einen zusätzlichen Luftstrom zum Kern zu leiten, wenn mehr Leistung gefragt ist. Die unter AETP und NGAP gebauten Motoren folgen diesem Konzept. Sie schalten zwischen ihrem schubstarken und hocheffizienten Modus um, indem sie Bauteile wie Ventile, Kanäle, Düsen und Lüfter mit verstellbarer Form verwenden, die den Luftstromweg und die Strömungsfläche verändern können. Sie sind Amerikas nächstes großes Triebwerk-Upgrade. Aber die USA sind nicht die einzige Nation, die ihre Triebwerke aufrüstet. China ist ebenfalls im Rennen und tut das, was alle engen Konkurrenten tun. Es bleibt dicht dran und droht mit einem eigenen brandneuen Triebwerk, den WS-15MA, zu überholen. WS-15MA. Die WS-15, Codename MA, ist ein chinesisches Nachbrenner-Turbotriebwerk mit einer maximalen Schubkraft von über 180 kN, das vom Qingyang-Forschungsinstitut für Flugzeugtriebwerke entwickelt und von der Yan Aero Engine Corporation hergestellt wird. Der WS-15 soll dem Chengdu J-20 Mighty Dragon und kommenden chinesischen Flugzeugen Super Cruise höhere Wendigkeit und eine größere Reichweite ermöglichen. Während Chinas Konkurrenten hoffen, dass dieses Triebwerk ewig auf sich warten lässt, wird gemunkelt, dass die Triebwerke nicht nur gebaut wurden, sondern auch schon eine J-20 bei einem Testflug im Juni letzten Jahres angetrieben haben. Bilder und Videos, die offenbar von dem Testflug stammen, kursieren in den sozialen Medien. Aufgrund der Qualität der Bilder ist es schwierig, eindeutig festzustellen, ob der fragliche J-20 tatsächlich mit WS-15 oder mit den WS-10-Turbinen ausgestattet ist, die diese Jets normalerweise antreiben. Nach Meinung eines Experten für chinesische Militärluftfahrt, Andreas Ruprecht, klingen die Triebwerke mit ihren tiefen, dumpfen Grollen jedoch anders als die WS-10. Außerdem wurde dem J-20 viel Aufsehen gewidmet, was für ein Kampfflugzeug, das bereits seit über einem halben Jahrzehnt im Einsatz ist, überraschend ist. Es sei denn, das Kampfflugzeug ist mit einer neuen Technologie ausgestattet, eine Technologie wie das WS-15MA. Mit über 17 kN mehr Schub als die stärksten WS-10-Triebwerke könnte das WS-15 den eh schon starken J-20-Jägern einen deutlichen Leistungsschub geben.
Mit zwei WS-15-Triebwerken hätte die J-20 mehr Schubkraft als jedes andere Kampfflugzeug der fünften Generation, einschließlich der F-22 Raptor mit zwei Triebwerken und der F-35 Lightning II mit einem Triebwerk. Der einzige überlegene US-Jäger in Sachen Schubkraft könnte das neue NGAD-Kampfflugzeug mit den adaptiven Triebwerken sein. Adaptive Zyklustriebwerke. Leistungsstark, vielseitig und bereit, die USA in die Zukunft zu katapultieren, haben für die US-Luftwaffe oberste Priorität im Kampf um die Vorherrschaft im Luftraum. Damit das reibungslos gelingt, braucht die Air Force dich, um diesen Kanal zu abonnieren und diesem Video ein Like zu geben. Also mach das jetzt und danke fürs Zuschauen.